Hi, ich bin's wieder, euer Roger, und ja, das ist absolut definitiv das letzte Video zum Thema Flatex. Und ich will gleich darauf eingehen, und zwar, ich wechsle ja zu Smart Broker, das steht definitiv fest, und hatte aber wirklich, weil ich auch der Meinung war, bin mit Flatex die ganze Zeit zufrieden gewesen, es gab keine Scherereien, es hat alles einwandfrei funktioniert. Und dann kam mir die Ankündigung mit den Depotgebühren. Ich habe daraufhin klar natürlich nach anderen Brokern geguckt, weil für mich die Depotgebühren absolut nicht akzeptabel waren oder sind, die ab 1.3. eingeführt werden. Und habe dann halt Flatex auch nochmal angeschrieben, weil ich bin ja nicht der Einzige, der im ersten Flatex-Video alles kritisiert hat, sondern halt, es wurde bei YouTube kritisiert, es wurde bei verschiedenen Finanzbloggern kritisiert, es wurde auf den verschiedenen Finanzportalen kritisiert und hatte halt Flatex auch selber nochmal kontaktiert. Und hatte also geschrieben, sehr geehrtes Flatex-Team, in ihrem Schreiben bezüglich der Einführung von Depotgebühren in Höhe von 0,1% ab 1.3. hätte ich folgende Anfrage und Anmerkung. Sicherlich ist Ihnen nicht entgangen, dass die Gebühr in der heutigen Zeit nicht mehr zeitgemäß ist und in keinem Verhältnis zu der bisherigen Preispolitik von Flatex steht. Uneingeschränkt in allen Print- und Online-Medien wird die Einführung kritisiert. Ich bin gerne bereit, für Dienstleistungen auch meinen Beitrag zu leisten, auch die Negativzinsen auf das Verrechnungskonto in Höhe von 0, minus 0,5% ab 1.3.2020 würde ich akzeptieren. Ich kam dann sogar denen noch entgegen und gerne bin ich auch bereit, einen Festbetrag an Depotgebühren zu zahlen, aber keinen prozentualen Anteil von meinem Depotwert. Ich bin bis dato mit den Leistungen und den Preisen von Flatex mehr als zufrieden und hätte bis zu dieser Bekanntgabe auch uneingeschränkt Flatex weiterempfohlen. Jedoch sollte es dabei bleiben und die Depotgebühren eingeführt werden, werde auch ich einen anderen Broker wählen, was ich sehr bedauern würde. Ich hoffe auf ein konstruktives Antwortschreiben und dass Flatex noch einmal diese Depotgebühr und ihre Einführung überdenkt mit freundlichen Grüßen. So, dann hat es wirklich vom 9.1. bis zum 14.1. gedauert, bis ich eine Antwort bekommen habe, am 14.1. Vielen Dank für Ihre Nachricht. Anbei wollen wir darauf eingehen. Auch wir als Flatex sondieren den Wettbewerb und sehen unser Angebot auch aufgrund des gebotenen Umfangs noch immer breit und preisgünstig im Brokerage-Markt platziert. Wir werden auch in Zukunft bestrebt sein, ein verlässlicher Partner für aktive Marktteilnehmer zu sein und weiterhin in gewohnter Qualität Wertpapiertransaktionen abzuwickeln. Sollte sich Zusatzinformationen zu dieser Gebührenanpassung zeitnah ergeben, werden wir diese über die bekannten Informationskanäle kommunizieren. Wir würden es sehr bedauern, Sie als Kunde und verlieren. Wir nehmen Ihr Feedback aber als konstruktive Kritik auf. Also mal war, am 14.01. war man noch der Meinung, das ist richtig, unser Angebot passt, also steht es uns auch zu, diese Gebühren einzuführen. Und ja. Dann kam ein großes Finanzportal, ein großer YouTube-Channel von diesem Finanzportal, nämlich Finanztipp, mit ihrem Video um die Ecke. Und zwar am 15.01., also genau einen Tag später. Ich bin selbst unter anderem durch Finanztipp, ich habe auch Finanztipp auf meinem YouTube-Kanal auf der rechten Seite verlinkt, rechts, und kann die Videos von Finanztipp auch wirklich nur empfehlen. Und Finanztipp hat dann halt am 15.01. ihre Sichtweise zu den Depotgebühren erklärt. Das Ergebnis seht ihr hier. Flatex ist keine Finanztipp-Empfehlung mehr. Also ich selber wurde selber durch Finanztipp Kunde von Flatex. Und die Empfehlung war auch bis zu diesem Zeitpunkt war dann gut. War jetzt auf der Arbeit. Komme nach Hause, gucke in mein Depot, was noch bei Flatex ist. Ich warte halt auf die Freischaltung beim Smart Broker und habe dann folgendes Schreiben in meinem Briefkasten. Sehr geehrter Kunde, seit vielen Jahren stehen wir unseren Kunden als zuverlässiger Tradingpartner zur Seite. Faire Preise und einfach handeln haben wir uns dabei auf die Fahne geschrieben. Diese Überzeugung setzen wir jeden Tag neu für Sie um. Wie Sie bereits von uns erfahren haben, führen wir zum 1. März 2020 eine geringe Depotgebühr ein. Gleichzeitig werden wir andere Gebühren deutlich reduzieren, wie beispielsweise für alle Kunden die folgenden Entgelte:
Keine Gebühren für ausländische Dividendenzahlungen. Vorher 5,90 Euro. Also sobald man aus dem Ausland Dividenden bekommen hat, mehr höher waren als 15 Euro, musste man 5,90 Euro Gebühr bezahlen. Reduzierung der Orderkosten auf 5,90 Euro im ausländischen Börsenhandel. Vorher 15,90 Euro. Darüber hinaus richten wir für unsere besonderen handelsaktiven Kunden zum 1. März den neuen Flatex VIP Club mit vielen Sonderaktionen und weiteren Gebührenvorteilen ein. Die Details hierzu werden wir in den nächsten Wochen zur Verfügung stellen. Daher bleibt unser Preisniveau auch weiterhin gewohnt günstig. Das ab März 2020 für Sie geltende allgemeine Preis-Leistungs-Verzeichnis finden Sie online unter und so weiter mit freundlichen Grüßen. Also genau einen Tag später, nachdem dann der größte Fürsprecher von Flatex, nämlich Finanztipp, gesagt hat, sie empfehlen Flatex nicht mehr weiter, rudert oder versucht Flatex noch irgendwie den Wagen aus dem Dreck zu ziehen und noch zu retten, was noch zu retten ist. Für mich ist es keine Alternative, mein Wechsel steht fest. Die Gebühren auf die Dividendenzahlungen waren mir auch immer ein Dorn im Auge. Ich war aber nicht betroffen, weil ich halt keine Einzelaktien oder ausländische Einzelaktien in meinem Depot habe. Noch nicht habe, ist ja für dieses Jahr geplant. Und aber die Einsicht kommt erstens zu spät und zweitens, die Depotgebühr ist immer noch nicht zeitgemäß. Das ist meine persönliche Meinung. Und es wurde ja auch ganz klar kritisiert, warum diese Depotgebühr nur in Deutschland eingeführt wurde und nicht bei Flatex Österreich, als auch bei Flatex in den Niederlanden. Und ich weiß nicht, was diese 2- oder 3-Klassengesellschaft soll. Also in Deutschland bleiben die Depotgebühren. Dafür bezahlen wir in Deutschland künftig dann auf ausländische Dividendenzahlungen keine Gebühren mehr. Ich habe mir dann jetzt auch mal noch den Spaß erlaubt und habe mir das Preis-Leistungs-Verzeichnis von Österreich angeguckt. Also in Österreich werden nach wie vor keine Depotgebühren fällig. Dafür wird aber in Österreich weiterhin auf Dividendenzahlungen Gegenwert größer 15 Euro, 5,90 Euro erhoben. Also sind jetzt dann in dem Sinn die Österreicher benachteiligt. Oder nicht gleichgestellt mit Deutschland. Und ich habe mir das niederländische Verzeichnis gar nicht erst runtergeladen. Es soll jeder davon halten, was er will. Ich persönlich weiß nicht, was in den Köpfen bei Flatex vorgeht. Ich finde es absolut nicht in Ordnung. Mein Wechsel steht fest. Ich werde wechseln zum Smart Broker. Den Link findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Und das ist meine persönliche Meinung zu dem heutigen Anschreiben. In diesem Sinne, ihr könnt mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr von diesem Zurückrudern hält, was eure Meinung dazu ist. Und natürlich, wie immer, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Ich halte euch auch weiterhin auf dem Laufenden, nur beim Thema Flatex machen wir den Deckel drauf. In diesem Sinne, euch einen guten Start ins Wochenende und wir sehen uns. Bis bald. Ciao.